Sie sind hier, 1. September 2018, 7.17 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Fabian Ries will mit Fürth an die Spitze, Urheberrecht Getty Images. Am 4. Spieltag bekommt es Arminia Bielefeld mit Jahn Regensburg zu tun und der MSV Duisburg mit Greuther Fürth. Letzteres Duell ist eines der Gegensätze. Üblich sind 3 Zweitligaspiele am Samstag. Doch wegen des Ausfalls der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV, Hintergrund sind Demonstrationen in Chemnitz, kommt es nur zu 2 Begegnungen. Diese 2 Begegnungen finden zwischen Arminia Bielefeld und Jahn Regensburg ab 13 Uhr im Live-Ticker sowie zwischen dem MSV Duisburg und Greuther Fürth ab 13 Uhr im Live-Ticker statt. Letztere Partie ist insofern interessant, als sie die Partie der Gegensätze ist. Während Duisburg auf Platz 18 steht, mit 0 Punkten und 0 geschossenen Toren, rangiert Fürth auf Platz 8 und hat am Samstag die Chance, mit einem Sieg vorübergehend an die Spitze zu klettern. Die SPVGG ist überdies noch ohne Niederlage in dieser Saison. Der MSV verlor hingegen zu Hause gegen Bochum sowie auswärts in Dresden und Darmstadt. Service die Tabelle, Jahn Regensburg schlägt sich derweil wacker in Liga 2. Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden sammeln sich auf dem Konto der Oberpfälzer. Die Viertplatzierten der letzten Saison aus Bielefeld haben aktuell die gleiche Summe aufzuweisen. Gewinnen wollen die Partie also beide gleichermaßen. Die Highlights der zweiten Bundesliga in Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga ab 22.30 Uhr im TV auf Sport 1. So können Sie die zweite Bundesliga live verfolgen. Punkt. TV, Sky Livestream, Sky Go Live Ticker, Sport1.de.